Ja, meine Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder am Start seid zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Mr. Kenbusoku, One Piece Theorien und mehr. Heute sind wir wieder am Start mit einer neuen Episode des allseits beliebten Formats Rookie Talk, in dem ich mit meinem beliebten Gast einen Rookie nach dem anderen auseinandernehme und wir ihn quasi analysieren. Im heutigen Video ist einer meiner absoluten Favoriten dran, und zwar Trafalgar Law. Und ich würde sagen, bevor wir groß weitermachen, stell dich erstmal vor. Yo Leute, was geht ab? Hier ist Skype, ja, One Piece, Theorien und mehr. Und ja Leute, der Rookie Talk steht wieder an und es geht heute um Law. Genau, und wir gehen dabei chronologisch vor, wie immer. Zuerst Laws Vergangenheit, dann sein erster Auftritt auf dem Sabaody-Archipel, also wo sich quasi alle Rookies zum ersten Mal getroffen haben, und kommen dann über Marineford zu seinen Aktivitäten in der neuen Welt. Dabei diskutieren wir auch die auf YouTube kursierenden Theorien über Law und geben unsere Einschätzung dazu ab. Zum Abschluss reden wir noch über Laws Zukunft natürlich auf Wano Kuni und ob es ein Nachspiel eventuell mit Doflamingo geben könnte. Wir wünschen euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Let's go! Was wissen wir eigentlich über Law? Ja, Law hat am 6. Oktober Geburtstag, ist ca. 26 Jahre alt, hatte ein Kopfgeld damals beim Sabaody-Archipel von 200 Millionen Berry. Dazu kann man natürlich sagen, er ist 1,91 Meter groß, was schon ziemlich groß ist für einen Mensch. Des Weiteren, er kommt aus North Blue und hat eine sehr bekannte Teufelsfrucht, die kennt jeder, die OP-OP-Nomie, eine sehr overpowerte Teufelsfrucht. Und ja, Leute, was wissen wir noch? Er hat einen D im Namen, aber zurück zu seiner Vergangenheit. Ich glaube, Mr. Kenbusoku hat noch einiges auf Lager, was in der Vergangenheit noch passiert ist mit Law. Ganz genau, denn Law ist einer der wenigen Rookies, über den wir schon sehr, sehr viel erfahren haben. Bei den meisten wissen wir so gut wie gar nichts über die Vergangenheit, aber Law ist schon einige Zeit mit der Strohbande unterwegs. Deswegen haben wir schon tief Einblicke, spätestens seit Dressrosa, in seine Vergangenheit bekommen. Law kommt aus der Stadt Freerins. Diese Stadt liegt im North Blue, wie der gute Skype ja vorhin schon gesagt hat. Er ist ein Sohn einer Ärztefamilie, das heißt, er ist schon sehr wohlhabend als Kind gewesen und hat schon einiges an Medizin und ärztlichen Umgang um sich herum gehabt, sodass er schon sehr früh medizinische Kenntnisse erlangen konnte. Die Stadt Freerins war generell bekannt für Wohlstand, und zwar weil sie mit dem sehr seltenen weißen Bernstein gehandelt hat. Dieses konnte man sehr teuer verkaufen, deswegen war die Stadt halt sehr, sehr wohlhabend. Und ja, leider stellt sich mit der Zeit heraus, dass dieses Bernsteinmetall, diese Art von dem Bernstein, halt giftig war, und es sorgte halt bei den Menschen für Krankheiten, die nicht nur die Menschen selber betrafen, sondern auch die folgenden Generationen. Das heißt, die Krankheit war quasi vererbbar, und ja, dementsprechend wurde es sogar noch schlimmer, denn je weiter die Generationen fortschritten, desto niedriger war die Lebenserwartung. Also pro Generation sank die Lebenserwartung immer um 20 Jahre, und das ist ja schon ziemlich heftig. Das ist halt für unsere spätere Diskussion noch sehr wichtig, deswegen wollte ich es gerade nochmal kurz erwähnen. Das Problem war, die Weltregierung kehrte diese Krankheit natürlich unter den Tisch und hat keinerlei Hilfe angeboten. Sie isolierte Freerins als Stadt vom Rest der Welt und die Stadt wurde angegriffen und zerstört. Da Law dann alleine als Kind auf sich gestellt war, schloss er sich dann etwas später Doflamingos Piratenbande an, und das Schicksal mit Corazon und so weiter nahm seinen Lauf. Später, nach Corazons Tod, ich denke, die ganze Story muss ich jetzt nicht nochmal erzählen, die kennt jeder, gründete Law dann seine Piratenbande und stach in See und kam schließlich mit einem Kopfgeld von genau 200 Millionen Berry auf dem Sabaody-Archipel an. Ganz genau, und ich muss euch sagen, der erste Eindruck, wenn wir jetzt mal auf den Sabaody-Archipel zuschauen oder zukommen, war unglaublich geil. Also es ist auf jeden Fall einer der coolsten Charakter überhaupt. Er hat richtig geile, wie soll ich das sagen, richtig geiles Erscheinungsbild, eine sau starke Teufelsfrucht, die uns auch immer wieder gezeigt wurde, wie stark und mächtig sie ist. Und mit Ruffy zusammen und Kid hat er sich gegenüber der Marine gestellt und klar geäußert, wir gehören zu der stärksten Generation, wir sind die neue Ära. Und ja, für mich der erste Eindruck von Law war einfach cool. Er war ein richtig cooler Charakter, hat eine richtig coole Bande, auch mit diesem Panda an seiner Seite oder mit diesem Eisbär. Einfach richtig lustig gemacht. Mir gefällt seine Art und Weise, wie er handelt. Und ja, wie war für dich so der erste Eindruck? Ja, ich sehe das ganz ähnlich wie du. Also klar, jeder Rookie hat so einen, ich sag mal, bleibenden Eindruck hinterlassen. Aber bei Law fand ich es besonders cool, weil er halt wirklich so direkt von Anfang an mit Kid als Rivale zu Ruffy gezeigt wurde. Und wir auch direkt gesehen haben, was er einfach für eine Teufelsfrucht hat. Also ich meine, er hat mal eben diese ganzen Marinesoldaten da zerlegt, hat die in seinem Room halt komplett auseinandergenommen. Und ich muss sagen, von allen Teufelsfrüchten fand ich seine schon
also was den ersten Eindruck anging, fast am krassesten, weil was geht auf einmal ab? Ey, der macht seinen Room und auf einmal kann er alles kontrollieren, als ob er Gott wäre. Das war schon ziemlich heftig und ja, ich fand ihn auch vom Design her sehr, sehr gut gemacht und er hat halt so was Düsteres, Mystisches, was wir im Endeffekt später erfahren haben, was halt gut zu seiner Vergangenheit passt und ja, mittlerweile gehört er ja, also ist er Alliierter von Ruffy, aber am Anfang konnte man echt davon ausgehen, dass er einer der ja, größten Rivalen werden würde neben Kid. Und ja, also du hast gerade schon den Panda angesprochen in seiner Crew. Die Crew an sich finde ich auch richtig geil, nur was ich halt so besonders finde, so die Strohhüte passt halt irgendwie so zusammen, aber wenn man jetzt Law sieht, so voll die ernste Persönlichkeit, so voll rational und dann sieht man diesen verrückten Panda im Hintergrund immer, das, so, das passt irgendwie gar nicht, aber ich fand auf jeden Fall, Law hat einen sehr, sehr bleibenden Eindruck hinterlassen und ja, ich habe mich von Anfang an auf ihn gefreut. Ja, da muss ich dazu noch erwähnen, ganz am Anfang habe ich ein bisschen Schiss gehabt, sogar ehrlich gesagt, weil ich dachte, okay, Law ist unglaublich stark, seine Teufelsfrucht ist so stark und sie wird so gehypt. Ich dachte so, okay, boah, Ruffy wird es richtig schwer haben gegen Law, weil ich habe ihn als, also ganz am Anfang habe ich ihn als richtigen Feind gesehen gegenüber Ruffy und er wurde ja auch am Anfang so ein bisschen verfeindlich dargestellt, so nach dem Motto, okay, Kid ist schon gefährlich, aber Law mit seiner Teufelsfrucht, oh, das wird ein richtig spannender Kampf in der Zukunft. Aber dann hat sich ja alles auch ganz anders gewendet, wie wir später auch festgestellt haben. Also dann können wir auch mal direkt weiterkommen Richtung Marine vor. Ja, ganz genau. Da war er im Endeffekt zwar nicht beteiligt, insofern, dass er irgendwie mitgekämpft hätte, aber während die anderen Rookies sich alles das gemütlich von Sabaody-Archipel aus angesehen haben über die Monitore, ist Law mit seinem, ja, okay, muss sagen, für diese Situation einfach perfekten Schiff, nämlich in seinem U-Boot, dorthin gesegelt und hat quasi dann dafür gesorgt, dass der schwer verletzte und zutiefst geschockte Ruffy quasi ja, versorgt werden konnte und auch einfach generell fliehen konnte. Er hat Ruffy dann quasi mitgenommen und hat ihn dann auch direkt per Notoperation ja, geheilt, weil Ruffy hat ja auch sehr schwere Verletzungen von dem Krieg und auch von Impel Down schon. Und ja, ich sag mal so, ohne Law wäre Ruffy auf jeden Fall gestorben. Das stimmt, da kann ich nur zustimmen. Also auf jeden Fall ein geiles Schiff. Auch so ein U-Boot, finde ich, ist mal was ganz Neues als Pirat, weil alle haben ein ganz normales Piratenschiff und dann kommt Law mit so einem U-Boot, was vielleicht später auch noch ganz nützlich sein kann. Wir wissen ja noch nicht, was auf uns alles zukommen wird. Und ja, Law war der einzige der Rookies, der wirklich mitgeholfen hat im Krieg, irgendwie Ruffy zu unterstützen, indem er ihnen dabei geholfen hat zu fliehen und ihnen immerhin das Leben gerettet hat, wie es gerade Mr. Kenmosuko super erklärt hat. Des Weiteren, ja, wenn wir dann mal Richtung neue Welt ansteuern, die Strohbande landete auf Punkazad und dann würde ich sagen, Mr. Kenmosuko übernimmt mal weiter. Ja, ganz genau. Man muss natürlich erst noch vorher sagen, jetzt mittlerweile wissen wir ja, dass Law einen Dämonennamen hat und dass er deswegen halt eine Verbundenheit zu Ruffy hatte, aber damals war das komplett überraschend. Also ich zumindest konnte mir nicht, also ich hatte jetzt keinen Grund, warum sollte ein Law seinem Konkurrenten, ja, also in dem Rennen um den gefährlichsten Rookie, warum sollte er Ruffy helfen, aber ja, hat mich halt sehr positiv überrascht und seitdem bin ich halt auch restlos überzeugt von ihm. Und ja, wir haben ihn dann quasi nach dem Timeskip relativ schnell wiedergesehen und zwar auf Punkazad, wo er sich niedergelassen hatte, um quasi Caesar Clown ja, auszuspionieren und halt um dort in Doflamingos Plan einzugreifen. Auf Punkazad hatte er dann auch, als die Strohhüte ankamen, sich direkt mit Ruffy verbündet und diesem eine Allianz vorgeschlagen. Fand ich persönlich am Anfang ziemlich krass, wobei ich gestehen muss, ich habe Law nicht von Anfang an da vertraut. Also ich dachte mir am Anfang, er will Ruffy ein bisschen abziehen. Was meinst du? Also da bin ich 100% fest deiner Überzeugung. Also ganz am Anfang dachte ich, okay, warum hat er das vor? Warum will er das machen? Wir wussten das noch nicht mit den DM-Namen. Ich war da so ein bisschen skeptisch, weil Law wirkte so ein bisschen geheimnisvoll. Ich glaube, Law ist einer der intelligentesten Charakter, die wir je kennen. Das kann man, glaube ich, nur so bestätigen. Des Weiteren war ich immer so ein bisschen skeptisch, was hatte er mit der Verbindung zu Caesar Doflamingo? Dann später auf Dressrosa kam ja alles raus. Aber ganz ehrlich, auch nach Dressrosa hatte ich immer noch dieses Gefühl so, okay, warum macht Law das alles so? Warum auch gerade Ruffy so, ne? Hat das vielleicht was mit dem D zu tun? Oder hat auch Law noch trotzdem noch, trotzdem, obwohl dann Doflamingo später besiegt wurde und jetzt eventuell auch Kaido, einen anderen Plan, den er vielleicht später noch raushauen wird? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch jetzt noch die Diskussion, sag ich mal. Also zumindest in vielen Foren und auch unter vielen Videos unter Law. Ich denke mal, hier wird das auch nicht anders sein. Ich persönlich bin halt der Überzeugung, Law gehört auf jeden Fall, also klar, das Hauptziel oder das, der Zweck der Allianz ist halt gewesen, dass man Kaido stürzt, nachdem man quasi den SAD-Zuschub, den er durch Caesar und Doflamingo bekommen hat, ja, unterbrochen hat, sodass Kaidos Armee halt erheblich geschwächt wurde bzw. nicht weiter verstärkt werden kann. Und ja, man könnte jetzt davon ausgehen, dass sobald Kaido besiegt ist, was ja nach Wano Kuni wahrscheinlich sein wird, dass dann die Allianz, ja,
beendet ist, weil halt der Zweck erfüllt wurde und dass dann beide wieder getrennte Wege gehen. Da gibt es schon einige Argumente für, aber ich persönlich bin eher der Meinung, dass Law jetzt einen Ruffy zu schätzen weiß. Ich meine, Ruffy hat Doflamingo besiegt und quasi Doflamingo dafür gesorgt, dass Doflamingo nach Impel Down kommt und quasi seine ganzen Machenschaften aufgedeckt mit, zusammen mit Law. Das hätte Law niemals alleine geschafft und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass ein Law jetzt aus Dankbarkeit zu Ruffy, weil er ihm ja im Endeffekt quasi seinen Traum erfüllt hat und die Schicksale der beiden jetzt mehr oder weniger, ja, zusammenlaufen, dass er dann auch danach auf jeden Fall noch Supporter der Strohbande bleibt und in der Allianz bleibt. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Also macht auf jeden Fall Sinn. Deine Argumentation ist auf jeden Fall da ziemlich stark. Und dann würde ich auch sagen, kommen wir mal Richtung Dressrosa, beziehungsweise auch, was jetzt aktuell der Stand der Dinge ist. Wir wissen ja, Doflamingo wurde besiegt, Laws Wunsch ist erfüllt worden. Er konnte sich quasi rächen wegen Corazon oder bezüglich Corazon, weil die Vergangenheit, die war schon echt sehr traurig. Ich glaube, viele von euch fanden ja diese Vergangenheit wirklich sehr, sehr traurig, als wirklich einer der traurigsten Momente in One Piece. Des Weiteren wissen wir ja, jetzt gerade ist ja aktuell so, die Strohbande hat sich geteilt, denn ein Teil musste gerade Sanji retten oder ist gerade dabei, Sanji zu befreien, und der andere Teil ist jetzt gerade von Su abgereist Richtung Wano Kuni. Und ja, wenn wir jetzt mal so Richtung Wano Kuni zusteuern, wo ja auch zu 90 oder zu 100% klar Law dabei sein wird. Was denkst du, was für eine Rolle wird da Law spielen? Du hast es ja auch gerade schon so angekündigt oder angedeutet. Ja, auf jeden Fall. Man muss natürlich sagen, auf der einen Seite ist natürlich ganz klar, Zoro wird wahrscheinlich die Hauptperson werden, die in, also auf Wano Kuni aktiv ist und auch in den Kämpfen und so weiter und auch von der Story her im Mittelpunkt steht. Aber ein Law ist zum einen ein sehr, sehr wichtiger Verbündeter von Ruffy, eine der Hauptfiguren meiner Meinung nach, und ja, er wird auf jeden Fall aus meiner Sicht, gerade weil er auch Schwertkämpfer ist und auch so ein verfluchtes Schwert hat, und wir hoffentlich endlich auf Wano Kuni darüber halt mehr über diese Thematik erfahren werden, wird er auf jeden Fall einer der Hauptcharaktere sein, und ich denke, es wird auch genauso sein wie bei Doflamingo, dass Law mitentscheidend für den Sieg über Kaido sein wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Law sich da so, ja, raushält, beziehungsweise nur so eine Randrolle bekommt. Er wird auf jeden Fall einer der prägenden Figuren auf Wano Kuni sein. Davon gehe ich auch aus, denn wie du auch gerade gesagt hast, Law hat ein verfluchtes Schwert. Es ist auf jeden Fall noch eine sehr wichtige Thematik, die in One Piece angesprochen werden muss. Die verfluchten Schwerter, das ist ein Mysterium, was erstmal für sich so in Raum gestellt wird, aber nie wirklich so thematisiert wurde. Und klar, Zoro wird auf jeden Fall, das wird sein Jahr, das wird sein Arc. Da wird er wirklich uns allen zeigen, was Sache ist. Aber Law darf man da auf keinen Fall unterschätzen, besser gesagt, weil Law ist eine Person, die ist immer wichtig, gerade in solchen Momenten, wenn es jetzt um einen Kaiser geht oder sowas. Alleine Law war ja auch sehr entscheidend auf Dressrosa. Er hat viel dazu beigesteuert, dass jetzt Doflamingo auch gestürzt wurde und Dressrosa wieder frei wurde. Und Law ist ein sehr intelligenter junger Bursche, das habe ich auch schon gerade angekündigt. Aber was ich jetzt auch Richtung Zukunft noch ansteuern möchte, ist, glaubst du, nach Wano Kuni wird da Law noch eine wichtige Rolle spielen? Glaubst du überhaupt noch, dass er am Leben sein wird? Denn es gibt auch sehr viele Theorien oder sehr viele Spekulationen, dass Law vielleicht nach Wano Kuni auch gar nicht mehr dabei sein wird, dass er vielleicht sogar sich opfern muss bezüglich seiner Krankheit. Dazu hattest du ja auch sehr viel mir gerade noch vor dem Video erklärt, und deswegen möchte ich dich mal fragen, was sagst du denn dazu, zu dieser Theorie oder zu dieser Annahme? Also ich finde auf jeden Fall, dass Law, also wir wissen ja, er hat ein sehr, sehr hohes taktisches Geschick, also er ist sehr gut da drin, ähnlich wie Lissop oder wie Nami, er ist sehr gut da drin, Pläne zu machen und quasi den Gegner zu analysieren und dann auch halt quasi einen Plan zu erstellen, wo man wirklich dann mit siegreich werden kann, auch gegen einen Kaido. So. Und er hat auch von vornherein gesagt, er schätzt die Chancen, gegen einen Kaido zu bestehen, nicht sehr hoch ein, als wir noch auf Punk Hazard waren. Allerdings wusste er damals auch noch nicht, wie stark Ruffy ist. Ich denke mal, der Glaube an Ruffy wird mittlerweile immer stärker sein. Und ja, ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass auch auf Wano Kuni, wo Law ja jetzt schon von Anfang an dabei ist, also ich gehe davon aus, dass sie halt auf jeden Fall so 2 Wochen vor Ruffy schon da sein werden, dass halt quasi Law mit hauptverantwortlich wird für den Plan, der dann dort quasi von der Allianz gegen Kaido gemacht wird, und dass Law halt so alles bis ins kleinste Detail plant, und dann kurz vor Ende könnte es halt aus meiner Sicht sehr, sehr gut sein, dass halt die Strohhüte sich denken, ey, das kann doch nicht sein, Ruffy ist jetzt kurz vorm Sterben, und was passiert, wenn Ruffy stirbt, und dass Law von vornherein wirklich so diesen Hintergedanken hat, okay, ich habe eh keine hohe Lebenserwartung, Ruffy ist der Auserwählte, und ja, wenn Ruffy stirbt oder wenn Ruffy kurz zum Sterben ist, dann setze ich die, ja, Kraft meiner, die stärkste Kraft meiner Teufelsfrucht ein und opfer mein Leben und rette dafür das Leben von Stroh Ruffy. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er das machen würde. Ob Ruffy das natürlich zulässt,
ist die andere Frage, oder ob es auch wirklich passiert, aber so vom Charakter her oder von der Persönlichkeit her würde ich Law auf jeden Fall so einschätzen, weil ich glaube, er ist schon jemand, der an das Schicksal glaubt und auch gerade nach seiner Vergangenheit möchte, dass halt eine neue Weltordnung entsteht, und da ist Ruffy halt einer der wichtigsten Protagonisten. Ja, das stimmt auf jeden Fall, da stimme ich dir zu. Also ich bin auch der festen Überzeugung, mit Law wird auf Wano Kuni irgendwas passieren, denn jetzt mal angenommen, Wano Kuni überlebt er. Ich kann mir einfach nicht weiter vorstellen, dass die immer noch weiter zusammensegeln. Und ja, das ist einfach auch nicht ganz One Piece, finde ich, weil One Piece, da sollte die Schulbande auch mal allein wieder für sich sein. Also die müssten sich eigentlich danach trennen, die Wege müssten sich für eine gewisse Zeit auch dann trennen, habe ich das Gefühl. Aber dann Law wieder einzubauen in die Story, würde zwar Sinn machen, könnte auch reinpassen, klar, keine Frage, ne, diese ganzen Law-Fans jetzt hier. Ich möchte nicht sagen, dass er stirbt, aber ich gehe halt davon aus, dass er stirbt. Auch aus dem Grunde, da Oda auch schon öfter gesagt hat, jetzt langsam nähern wir uns dem Ende und es müssen auch Leute jetzt dran glauben, die uns sehr nah am Herzen liegen. Und Law ist nach Ace, einer oder vor Ace sogar mittlerweile, sehr beliebter Charakter. Fast jeder zweite oder so ist ein richtiger Law-Fan. Und wirklich, seitdem er eingebunden wurde, es gibt so unheimlich viele Law-Fans. Und ja, es wäre einfach so auch wieder so taktisch sehr clever von Oda, wenn diese Person gerade jetzt auch dabei Wano Kuni, weil dann hat er auch seinen Wunsch erfüllt. Doflamingo wurde gestürzt, Dressrosa ist befreit und Kaido wurde besiegt. Der eigentlich alles auch verursacht hat, die sind alle weg. Da hat Law eigentlich gar keine weiteren Ziele mehr, außer natürlich Ruffy zu helfen, aber das haben natürlich viele, die sich quasi Ruffy anschließen. Da hat jeder den Wunsch, Ruffy zu helfen. Deswegen bin ich mir auch, kann ich dazu echt nur zustimmen, dass ich glaube, dass Law sich opfern wird. Was ich wiederum auch schade finden würde. Also würde Ruffy wirklich beim Kampf von Kaido sterben. Und er wäre wirklich tot. Also auch offiziell tot. Und Law würde ihm dann helfen. Würde ich es wiederum nicht so gut finden. Weil ich finde, dann hätte es Ruffy nicht verdient, Piratenkönig zu werden. Ja, das stimmt. Aber ich gehe auf jeden Fall trotzdem davon aus, dass Law seine Frucht in irgendeiner Weise einsetzen wird, also dass er diesen Endmodus seiner Frucht auf jeden Fall aktivieren wird, weil ich meine, warum sollten wir das sonst angeteasert bekommen, wenn es am Ende in der ganzen Story nicht vorkommt? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also ich kann mir halt, du hast schon recht, also ich bin auch der Meinung, wer Piratenkönig sein will oder werden will, der muss halt auch gegen jeden anderen bestehen können, auch ohne so zweite oder dritte Chance und ohne Joker. Aber ja, also ich gehe davon aus, dass diese Fähigkeit der Opinomie auf jeden Fall irgendwann im Verlauf der Story aktiviert wird und dass Law dann dementsprechend entweder, vielleicht schafft er es auch, wenn er seine Frucht erweckt, dass er quasi nicht stirbt, obwohl er diese Fähigkeit quasi verleiht hat. Das könnte ich mir noch sehr gut vorstellen. Das wäre auch super cool. Also, dass wir die erwachte Form von dieser Teufelsfrucht zu Gesicht bekommen, das muss natürlich passieren. Ich wurde auch selbst von Doflamingo noch angeteasert. Also, wenn die wirklich so groß angesprochen wird, dann kann die nicht einfach nicht gezeigt werden. Das würde gar nicht funktionieren. Das macht gar keinen Sinn. Also die wird auf jeden Fall gezeigt. Nur wie genau, das ist wirklich fraglich. Da gibt es sehr viele Spekulationen. Aber da würde ich sagen, da können sich die Meinungen echt bis zum Endlichen ausweiten. Dann würde ich mal sagen, wir gehen auch mal weiter zum Gefahrenpotenzial. Weil klar, Law ist natürlich jetzt keine Gefahr für Ruffy. Aber jetzt müssen wir das mal so sehen. Sie sind zwar in einer Allianz, aber nehmen wir jetzt mal an, die Allianz würde sich auflösen und es wäre ein Kampf. Würdest du die Gefahr dann trotzdem hochsehen bei Law? Also jetzt im Vergleich zu Ruffy, wenn die gegeneinander stellen würdest? Also ich glaube auf jeden Fall, dass wenn es zu einer Auflösung der Allianz kommt und also nicht nur im Sinne von, wir haben jetzt Kaido besiegt, wir sind unsere Allianz zu Ende, sondern wirklich auch so, ja okay, ab jetzt sind wir wieder Feinde. Und ich schätze Law so ein, dass er das schon klar sagen würde. Ab jetzt sind wir jetzt Konkurrenten, ich sag mal, auf dem Weg zum One Piece oder ne, im Kampf um den um den stärksten Rookie, um den Titel. Und dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Law dann schon eine hohe Gefahr darstellt. Allerdings, also ich kann mir halt irgendwie nicht vorstellen, warum überhaupt ein Law sich gegen Ruffy wenden würde. Also wenn er jetzt wirklich das machen würde, also wenn er jetzt wirklich als Gegner anzusehen ist und er quasi zum Feind wird, ist er auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Feind, das meine ich damit. Und er kennt Ruffy halt in- und auswendig und wüsste auch mit Sicherheit, wie er einen Ruffy überlisten könnte. Aber ich denke halt, dass Law auf gar keinen Fall sich gegen Ruffy stellen wird, weil er halt, wie ich vorhin schon mal angeteasert hatte, er ist der Meinung, Ruffy ist der Auserwählte, konnte sich mehrmals von dessen Stärke und von dem Schicksal, was Ruffy umgibt, überzeugen. Deswegen bezweifle ich ernsthaft, dass Law sich in irgendeiner Weise gegen Ruffy stellen wird. Ich glaube, er wird, um das nochmal kurz als Antwort auf deine vorherige Frage, wann man ihn wieder in die Story einbinden könnte später, um das noch zu nehmen. Ich persönlich denke, dass man ihn sehr gut wieder einbringen könnte, wenn es dann halt zum Kampf der Ds gegen die Weltregierung kommt. Also quasi, wenn die, es heißt ja immer, die Ds werden einen Sturm verursachen. Und da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass halt einer von den
Protagonisten, von den stärksten Ds, dass dann quasi Law auf jeden Fall dabei ist. Ja, da stimme ich dir ganz voll und ganz zu. Also klar, ich kann mir jetzt auch nicht beim besten Willen nicht vorstellen, dass sich Law irgendwann mal gegen Ruffy stellen wird. Das würde gar keinen Sinn machen. Die beiden sind auch mittlerweile schon mehr als nur eine Allianz, sondern sind auch schon wirkliche Freunde. Ich meine, die haben sich auch wirklich auch so ans Herz geschossen. So, zumindest wird es auch so angedeutet. Und ich meine, Law ist wirklich so, wirklich wie so ein aktuell 11. Mitglied, weil Jinbei ja aktuell das 10. ist, könnte man Law wirklich als 11. Mitglied dazuzählen. Des Weiteren muss ich dazu sagen, was jetzt auch noch ganz entscheidend ist, dazu sollten wir zum Schluss auch nochmal reden, über Laws Frucht. Du sagtest ja auch, sagen wir mal, Law würde sich jetzt opfern für Ruffy. Wir hätten die erwachte Form gesehen. Aber wir wissen ja noch, Doflamingo sagte, mit der Hilfe von Laws Teufelsfrucht könnte man den Schatz von Mary Jo bekommen. Glaubst du, jetzt kommt ein bisschen was Spekulation, glaubst du, nach Laws Tod bekommt Doflamingo oder irgendjemand, der gefährlich werden könnte für die Schrotbande, die Teufelsfrucht dann? Weil es ist ja die Frage, wer bekommt als nächstes die Teufelsfrucht? Weil ich glaube, diese OP-Opinomie ist sehr gehypt, die Teufelsfrucht. Fast so wie bei Ace, da gab es ja auch ein ganzes Turnier für. Und so könnte man sich das bei Laws Teufelsfrucht ebenso vorstellen. Was sagst du denn dazu? Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, muss ich sagen. Also gerade im Hinblick auf den Schatz von Mary Joa ist diese Frucht natürlich noch elementar wichtig. Das heißt, okay, entweder, wie du es gerade vorgeschlagen hast, dass ja halt irgendjemand, der den Schatz von Mary Joa begehrt, wie zum Beispiel Doflamingo, an die Frucht gelangen könnte. Oder dass wir generell, wenn wir halt diesen Kampf um Mary Joa haben, oder wenn halt generell Mary Joa zum Thema wird, dass dann halt Law auf jeden Fall nochmal wichtig werden könnte. Aber, ja, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Law stirbt, also sollte ein Doflamingo, und er ist ja momentan in Impel Down, oder auf dem Weg dahin zumindest, also ich kann mir halt generell nicht vorstellen, dass ein Doflamingo lange in Impel Down bleibt, weil ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, ich finde irgendwie so für die ganz, ganz großen Kaliber, also wenn jetzt zum Beispiel so ein Kaido sagen würde, ja, ich hole Doflamingo mal kurz aus Impel Down raus, dann wird er es schaffen, weil Impel Down, also so diese Gefängnis-Ebenen, das ist, bringt halt nur bis zu bestimmten, ja, Stärke-Level was. Ansonsten ist das halt irgendwie sinnlos. Und ich sag mal, Doflamingo, ich meine, er hat so ein hohes Wissen. Ich glaube auf jeden Fall, dass er, das wurde so krass angeteasert, dass er dann nochmal in die Story zurückkehren wird. Und da könnte es natürlich durchaus sein, dass er, wenn er hören würde, dass Laws Frucht verfügbar ist, beziehungsweise dass Law gestorben ist, dass er dann versuchen wird, irgendwie ja den neuen Nutzer oder den Aufenthaltsort der Frucht ja, herauszufinden, um diesen Gang für sich zu nutzen. Aber wie gesagt, ich glaube halt nicht, dass Law, bevor er seine Story und alles, was mit der OP-Opinomie ist, passiert ist, also ne, das als abgehandelt ist, dass er davor stirbt. Also ich glaube, Law wird halt, könnte mir sehr gut vorstellen, dass er sterben wird, aber halt erst, wenn alles andere mit der Frucht abgearbeitet ist. Was meinst du? Ja, das sowieso, da schließe ich mich voll und ganz zu, also da habe ich auch nichts mehr zu sagen oder hinzuzufügen, das stimmt voll und ganz. Und das war ja auch nur meine Absicht, dich da ein bisschen noch anzuregen, beziehungsweise deine Sichtweise zu hören, weil es ist halt immer diese Frage, ich glaube nämlich, dass Laws Frucht auf jeden Fall später noch sehr entscheidend ist. Ob dann die Law hat oder jemand anderes, das war halt so meine Frage, weil theoretisch wäre dies sehr gut möglich, wenn Law tatsächlich vorher sterben sollte, bevor es zum Schatz oder bis zum großen Krieg überhaupt kommt. Deswegen, und wie du auch bereits super gesagt hast, Doflamingo, entweder ist er gar nicht auf Impel Down, weil so einen Typen, den würde ich selbst nicht in Impel Down einsperren, den müsstest du in so einer Gummizelle einstellen, voller Seestein. Und ja, ist einfach so. Und der Typ wird zu 100% rauskommen, weil ich glaube, der will, bleibt da nicht lange. Das ist so ein Verrückter, das ist so ein, ja, Psychopath, sagen wir mal so. Der hält es da nicht aus. Und ja. Da hast du recht. Vor allem, man muss auch mal so sehen, Doflamingo wurde uns, also, klar, wir erfahren immer im Verlauf eines Arcs viel über einen Antagonisten, aber Doflamingo wurde uns so lange und so tiefgründig verwurzelt quasi beschrieben und er weiß, er kennt das Geheimnis von Mary Joa, er weiß alles über Law, über die Frucht von Law. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass so jemand jetzt mal eben in Impel Down verrottet. Ja, das macht gar keinen Sinn. Man kann, auch wenn er besiegt wurde, der muss wiederkommen. Er sagt ja auch noch, er sagt ja selber auch, er kommt zurück. So, keine Angst, ich bin bald wieder da, so nach dem Motto so. Ich sag dir auch eins, beim großen Krieg, Doflamingo wird da sein. Und er wird sogar der Strohbande nicht helfen, aber er wird auch die Marine zerschlagen. Er wird locker sich, man hat auch mal, also der wird locker irgendeinen Marineadmiral und sowas angreifen. Der stellt sich auf keine Seite mehr, der kämpft für sich. Das werde ich dir 100% versprechen können. Weil er wird nie wieder nach der Aktion bei der Marine sein, weil er ist jetzt eh kein Marinesoldat mehr. Er wird auch niemals wieder ein 7 Samurai sein. Aus dem Grunde ist er jetzt eigentlich ein gewöhnlicher Pirat und wird auf jeden Fall quasi auch gegen die Marine kämpfen. Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Was auch krass wäre einfach, also so, wir haben ja, also ein Doflamingo, glaube ich, er hat ja einfach
sehr viel Spaß am Töten und Spaß an Zerstörung und sowas. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er halt einfach so diesen nächsten großen Weltkrieg, dass er den so als Spektakel sieht, er, wo er halt so ein bisschen mitmischt und so ein bisschen so die Show genießt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Er zieht die Fäden im Spiel. Ja, er zieht die Fäden, genau. Der musste sein jetzt. Ja. Dann würde ich sagen, können wir das Ganze hier an dieser Stelle auch abschließen. Wir hoffen natürlich, dass euch unser Podcast gefallen hat. Wir wollten einfach nochmal über Lore reden und ja, generell so ein bisschen Vorfreude auf Wano Kuni und auf die nächste Screentime von Lore bei euch verbreiten. Wie seht ihr Lore so? Gehört ihr auch zu den Leuten, die Lore gerne bei den Strohhüten sehen würden oder die Leute, die gerne ihn noch weiter sehen würden im Verlauf der Story, also dass er irgendwie mit den Strohhüten segelt? Oder gehört ihr zu den Leuten, die davon ausgehen, dass Lore auf Wano Kuni sich opfern wird und dann halt dementsprechend aus der Story raus ist? Schreibt uns eure Gedanken auf jeden Fall. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bedanke mich auch bei meinem Gast Skype. Ja. Abonniert auf jeden Fall seinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ist ein sehr, sehr guter Kanal, sehr aufstrebender Kanal. Könnt ihr von Anfang an beim großen Hype dabei sein. Und ich würde sagen, das war's von mir und ich überlasse meinem Gast die letzten Worte. Ja, Leute, es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Wieder ein Rookie-Talk. Bald kommt natürlich noch der andere Rookie-Talk, weil wir sind ja noch nicht komplett durch mit den ganzen Rookies. Für die Leute, die schon sich die vorherigen Rookie-Talks angeschaut haben. Des Weiteren, wenn ihr mehr Rookie-Talks sehen wollt, dann schaut auf meinem Kanal vorbei. Denn jetzt zur gleichen Zeit, wie dieses Video hochgeladen wurde, wurde ebenso mein Video hochgeladen über einen anderen Rookie. Und so geht es halt immer wieder weiter. Falls ihr die anderen Videos auch noch nicht gesehen habt, schaut es auf jeden Fall an. Es lohnt sich definitiv. Und ja, dann würde ich sagen, lasst Mr. Kenmozuko auf jeden Fall ein Like da. Ein Kommentar, was ihr über Lore denkt und natürlich ein Abo. Und dann würde ich sagen, ich bin jetzt raus. Wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend und euer Skyper sagt ciao.